Einmal. Repariert. Aber wir sind noch nicht aus dem Schneider. Schnell jetzt. Ja, jetzt müssen wir wieder analysieren. Mhm. Unfassbar, dass Fizz endlich verhaftet wurde. Ja, ist unfassbar auch schon lange her. Also, für mich. Dabei ist gefühlt, glaube ich, nur einen Tag vergangen. Hilft immer, Druck abzulassen. Wäre das doch im Leben immer so einfach. Harrys Station hat eine größere Explosion verhindert. Eine Schließung können sie nicht mehr rechtfertigen. Gut gemacht, Spidey. Mhm. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ich habe eine übersehen. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Aber sonst ist überall abgeschlossen, ne? Dann gehe ich mal kurz Schnellreise bis hierhin. Schöne Krallen hat er. Aber natürlich, er kann im Kostüm halt Zug fahren. Ja, wieso? Weil einfach so viele crazy Leute in New York sind, da fällt's nicht auf, wenn halt auch der echte Spider-Man einfach mal mit der U-Bahn fährt. Nein, falsch. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Um ihre Machenschaften zu vollführen. Jetzt, genau, hier. Und das war... Gut. Aber sie machen es auch echt risikoreich. Ich hätte deine Geschäftsidee. Ja. Wupp. Einmal hier bitte. Geht das? Ja. Hä? Doch. Dann haben wir die letzte, ne? Die präzise Aufzeichnung von Stürmen ist schon lange eine der wichtigsten Disziplinen der Meteorologie. Ein Riesenproblem ist die Größe der Datensätze. Das präzise Beobachten von Wetterphänomenen erfordert eine enorme Rechenleistung. Ein weit verteiltes Netzwerk ist wohl die einzige Möglichkeit, dies zu generieren. Ja, dann starten wir das mal. Diese Station analysiert Gewitter und dient als Ausfallschutz für die anderen. Alle sind anfällig für Blitzeinschläge, denn die könnten ihre Datenbanken auslöschen. Wenn Gefahr droht, übermitteln sie automatisch ihre Daten an Oscorp-Server. Bitte sieh nach, ob da alles funktioniert, ja? Ein Sturm zieht auf. Und der automatische Transfer klappt nicht. Keine Zeit, einen Code zu schreiben. Ich muss die Knotenpunkte manuell verbinden. Dann muss ich oben auf dem Oscorp-Gebäude die Empfänger ausrichten. Der erste Knotenpunkt ist über meinem Kopf. Okay, die Linsen müssten die anderen Knotenpunkte in Rot anzeigen. Geschafft. Ich muss weitere Verbindungen herstellen. Mann, es wird heftig hier draußen. Würdest du jetzt wieder schwingen, bitte? Kann es so übel werden in New York? Kommt mir jetzt gerade persönlich ein wenig gescriptet vor, ne? Weil eigentlich müssen die Blitze von den hohen Gebäuden schon absorbiert werden. Geschafft. Oh oh.
Die Energie der Empfänger lädt mich positiv auf. Das bedeutet, dass ich Blitze anziehe. Meine Ladung steigt. Beeilung, sonst trifft mich der Blitz. Jetzt bitte. Yep, einmal wurde ich schon getroffen. So, jetzt rüber. Und jetzt müssen wir alle irgendwie verbinden, oder wie? Ah. Boah. Jetzt hoch, 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 hoch. Noch eine. Ein echter Grund zu feiern. Die Anzugisolierung schützt ein wenig, aber oft darf ich nicht getroffen werden. Ja, versuche ich jetzt auch persönlich, dich nicht wirklich dort reinzubringen. Aber ich finde es halt immer blöde, wenn dann in so Sonderfilmen dann die Zeit verlangsamt wird und du dann selbst langsam bist. Die Natur ist unglaublich, vor allem, wenn sie mich vernichten will. Ja, yep. Und das macht sie noch ziemlich gut. Also manch Blitze, ne? Nein. Wieder mal alles. Auch fertig. Oh. Noch einmal und dann ist Spider-Man am Ende. Also, würdest du bitte wieder schwingen? Würdest du bitte? Ich kenne die wissenschaftlichen Abläufe. Trotzdem habe ich das Gefühl, als habe das Universum was gegen mich. Halt. Das sind ja unnormales, also ein wirklich abnormales Gewitter. Die ganze Stadt ist ein riesiger Insektenvernichter. Jupp. Das habe ich schon längstens gemerkt. Aber vielleicht auch ein Menschenvernichter. Nur, dass du halt noch mit Spinnenkräften gesegnet bist. Oder verflucht, je nachdem, wie du das siehst. Und dort? Nee. Echt jetzt? Geschafft. Oh. Die Energie der Empfänger lädt mich positiv auf. Das bedeutet, dass ich Blitze anziehe. Meine Ladung steigt. Beeilung, sonst trifft mich der Blitz. Echt jetzt? Das muss ich von hier aus das nochmals machen. Oh. Das habe ich dann wieder weniger gern. Vor allem, wenn es halt wirklich so dermaßen viel. Ich kenne die wissenschaftlichen Abläufe, aber trotzdem habe ich das Gefühl, als habe das Universum was gegen mich. Gut. Konzentriert machen.
Dann haben wir das relativ zügig hier hinter uns. Also, und wie die anderen Leute einfach noch so ganz ruhig Auto fahren können, kann ich auch fast nicht begreifen. Die ganze Stadt ist ein riesiger Insektenvernichter. Boah, der war jetzt knapp. Alter Falter. Aber ich habe auch Kleidung bei Arbeit immer gehabt. Wenn es irgendwie nach Regen gewirkt hat, da wusste ich, dass ich, langsam bekomme ich Übung. Nie Metall anlangen durfte, sei es Maschinen oder irgendwelche Transportwagen gewesen. Ich habe jedes Mal so einen extrem heftigen statischen Blitz bekommen und ich weiß nicht, ob das wegen meiner positiven Einstellung immer auf Arbeit ist oder wegen meiner negativen Arbeitseinstellung. Und, nein. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Yep. Also das heißt, wir gehen jetzt einmal durch sämtliche... Ach, schwing dich doch! Oh, zum Glück. Oh, das war knapp. Das war knapp. Lass mich raten, die Sachen werden noch heftiger. Je langsamer, desto knuspriger. Oh, ne. Oh, zum Glück. Ich möchte mich einfach nicht mehr treffen lassen. Muss ich zum Oscorp Tower. Okay. Alter, dieses Gewitter. Alter Vater. Nein. Gut, jetzt ist... Jetzt haben wir hier schön durchschwingen. Boah, das war jetzt aber mehr als knapp, dass ich den noch gekriegt habe. Jetzt rauf. Oh ne. Boah. Ich muss sie von den Satelliten weg und aufeinander ausrichten. Oh Mist. Weg! Geschafft! Die Spinne spinnt ein Datennetz. Die Forschungsdaten werden auf Oscorp-Server übertragen. Harrys Arbeit ist sicher. Und ich kann ins Trockene. Oh, Forschung und Entwicklung. Wir haben es geschafft.
Alter, ich habe mich schon gesehen total durchgebrotzelt. Gute Neuigkeiten? Klar, von den anderen habe ich schon jede Menge. Ich habe einen neuen Artikel veröffentlicht. Oscorp hat bekannt gegeben, dass Harrys Forschungsstationen wichtige Daten liefern. Also finanzieren Sie sie. Das ist ein Scherz. Klasse. Könnten wir es nur Harry erzählen. Er hat mich nicht zurückgerufen, was seltsam ist. Ich weiß, wie wichtig das für ihn ist. Seine Mom wäre so stolz. Er hat sich echt für sie ins Zeug gelegt. Du hast auch dazu beigetragen. Du bist ein guter Freund. Du auch, MJ. Und wo immer Harry ist, er weiß das. Ich freue mich auf den Artikel. Gut. Nebenmission abgeschlossen, Forschungsstationen, Kätzchen abgeschlossen. Wunderbar. Okay, ich gehe mal schnell leise. Auch schon wieder die Szene. Nee, ist ein anderer Anzug. Sagt er doch, ist ein anderer Anzug. Hallo. Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fists Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Gute Nacht! Okay. Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Alter. Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt.
Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Aber klar! Ich schwinge besser außen herum, um nach Fisks Männern zu sehen. Hat dich überrascht, was? Gut, ich habe ihre Aufmerksamkeit. Ich muss die Überlebenden schnell finden. Alter. Sicherheitsverstoß. Hey, Dickerchen. Okay, oben. Bitte. Ich bin kein Verräter. Alles okay? Ja. Ja, danke. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Nein, bitte! Hallo nochmal. Ach, komm schon! Nein, 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 nein!
Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Alter. Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst den runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Alter. Natürlich. Überlebe ich das. Hi, ist das die Maschine nach Newark? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir. Ein Motor ist aus. Jetzt der zweite. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Schon, Pete, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Was? Ernsthaft? Ich hab doch alles richtig gedrückt. Ja, okay, dann sehen wir das nochmal. Schätze, das ist der Plan. Komm schon, Pete, du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Vermassel das nicht. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Oh, ich sah nicht. Cool, danke. Haben die eine Website? Yes. Whoops. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch.
Miles Morale. Gott, ihr wisst, wen ich meine, den... MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Zwei Fertigkeitenpunkte. Fertigkeiten. 100% bei den Verteidigern. Nehmen wir gerne. Das dauert noch ein wenig. Dauert noch. Können wir. Wissenschaft siegt. Stelle 15 Upgrades her. Und da fehlt es halt immer noch was. Gut. Was ich jetzt noch kurz schauen wollte. Nebenmissionen. Nö. Miles Morales. So rum, ne? Oh, ist das alles für mich? Würdest du... Fertig? Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Oh, die sind ja viel zu angespannt. Die sind definitiv zu angespannt. Wo ist der? Der ist da. Dann gehen wir mal von hier aus. Pendler, fahre 5-mal mit der U-Bahn. Gut. Ist wahrscheinlich besser, als hier durch die Stadt zu schwingen. Wupp.